Peter Fronius und Gregor Kremsmüller lernen schweißen. Elektrodenschweißen. Tag 3. Der Prüfungstag. Aber gestern war Punschstand. Inwieweit wird sich das heute auswirken auf eure Leistung, Peter? Ich war gestern zum Glück Autofahrer und habe Autofahrerpunsch getrunken. Ich bin eher ein bisschen verschnupft heute. Es war ein eisiger Wind. Ja, ja, aber trotzdem, wir sind total motiviert und fit und wollen ja schließlich unsere Prüfung heute schaffen. Ein Zertifikat, was ist das genau? Das ist ein TÜV-Prüfungszeugnis, ist eigentlich international gültig. Grundsätzlich bietet ihr für jede Schweißtechnik, jedes Verfahren, jedes Material Kurse und Fortbildungen an. Ihr könnt euch gerne informieren, wir blenden den Link hier ein. Also es zahlt sich wirklich aus, hier mal vorstellig zu werden und seine Kenntnisse zu vertiefen. So, da drinnen sind jetzt Peter Fronius und Gregor Kremsmüller und machen einen theoretischen Test, der gehört zur Prüfung dazu. Also das sind 16 von 16. Der Test ist fertig, ausgewertet. Super. Beide mit Bravour bestanden. Cool, sehr gut. Das Palette. Das Werkstück ist auch schon fertig, oder? Das Werkstück ist fertig geschweißt. Okay. Bereit für den TÜV. Dann schauen wir uns das Werkstück gleich mal an, oder? Ich glaube, wir haben es geschafft. Morgen kommt der TÜV, dann wissen wir es. Jetzt am Nachmittag steht quasi dann das Schaulaufen auf dem Programm. Also Gärungen, Schweißen zum Beispiel. Dinge, die man im Haushalt da verwenden kann. Ja, sicher. Also ich habe schon öfters einmal so Ideen gehabt, was ich mir gerne selber bauen würde. Aber es haben halt die Fertigkeiten noch gefehlt. Und also kann man durchaus vorstellen, dass ich mir jetzt wirklich was für den Hausgebrauch selber schweiß. Mit einem Fronius-Schweißgerät selbstverständlich. Das wäre sehr empfehlenswert. So, es ist also vollbracht. Tag 3 ist vorüber. Am Nachmittag konnten die Teilnehmer Peter Fronius und Gregor Kremsmüller noch eine Menge Werkstücke basteln. Wie ihr hier seht, sind es einige geworden. Seid quasi schon in die Massenproduktion gegangen, oder? Peter, du warst da ein ganz schneller. Nein, es war dann einfach total interessant zu sehen, wie man die verschiedenen Bleche miteinander, Blechdicken verbindet. Das war lustig einfach. Ja, mein Herz schlägt für die Einzelfertigung und ich habe besonders viel Liebe in meine beiden Stücke reingesteckt, aber ich bin sehr zufrieden. Ja. Viel Spaß gehabt am Nachmittag noch. Gerhard, ich glaube, das war auch der Sinn der Sache, dass die beiden das anwenden und sehen, was man in der Realität daraus machen kann. Das war Sinn der Sache, war lustig, war klasse und jetzt können Sie sich selber gleich mal einen Schweißtisch bauen daheim. Wir werden jetzt noch sehen, ob das Zertifikat tatsächlich verleiht werden konnte im Endeffekt. Da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Für euch geht es ganz schnell, nämlich jetzt. Ja, er hat sich besser. Da fast. Vor uns sind auch keine übermäßig vorhanden. Damit passt es für mich. Und da vorne aus den Bekannten voll erfasst. Damit ist auch die Spaß nicht als positiv zu beurteilen und die Prüfung bestanden. So, jetzt, gar nicht lange später, gibt es endlich das ersehnte Zertifikat. Wir schreiten zur Überreichung der Urkunde. Gratuliere. Danke. Super, top für Amy.
Peter Fronius, ebenfalls die Prüfung mit Bravour bestanden und auch natürlich hiermit das Zeugnis, Prüfprüfungszeugnis, haben wir zwei neue geprüfte Schweißer. Gratuliere. Das ist ja schon ein schönes Gefühl, dass man sich mit dem Thema mal wirklich persönlich identifiziert und das dann auch verbrieft hat. Danke dir, hat super gewesen. Bitte gerne, gerne. Fleißig. Danke auch, super. Gerne, gerne. Also, ich werde auf die nächsten zwei Tage. Jederzeit wieder. Ja. Herr Kollege. Super warm. Super warm.